So, ihr beiden, noch ein Schuss Sekt. Und dann feiern wir schön euer Einjähriges. Ein Jahr. Ein Jahr, mein Freund. Hä? Ja. Respekt, dass du es geschafft hast. Ich hätte nie gedacht. Die längste Frau, die war bei dir, war aber, glaube ich, vielleicht eine Woche. Ja. Du bist ein Typ, Stefan. Danke, dass du die Pullerin gehauen hast. Du bist echt ein geiler Kumpel, wa? Große sind Freunde da, hä? Schatz, alles okay? Ich Schluck. Ja. Ich geh mal schnell aufs Klo. Halte die Stellung, ja? Und nicht abhauen. Was ist los? Schicht. Kannst du mal deine Pfoten da wegnehmen? Was zierst du dich so? Sag mal, denkst du, ich bin blöd? Ich weiß doch, dass du scharf auf mich bist. Mädchen, was denkst du dir eigentlich? Ich will mich nicht anfassen. Hör mir mal zu. Ich habe bislang noch jede Frau gekriegt, okay? Und das wird bei dir bestimmt nicht enden. Also lass dich einfach drauf ein. Prost. Ach, Stefan, war geil. War geil, wie immer, ne? Mhm. Coole Party. Hoffe, bis bald. Mach's gut, wa? Ja, Schatz. Du hattest doch nicht wirklich Kopfschmerzen, oder? So von jetzt auf gleich? Nicht wirklich. Hab ich was falsch gemacht? Bist du sauer auf mich? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Ach, den charming Stefan, wa? Mir total die Stimmung versaut. Fandst du nicht auch, dass er total komisch drauf war? Naja, was heißt komisch drauf? Ich glaube, er hat einfach zu viel getrunken. Findest du? Er hatte doch gar nicht so viel. Ist ja auch nicht so wild. Das könnt ihr am Montag auf Arbeit besprechen. Aber Stefan ist nun mal so. Ich kenne ihn gar nicht anders. Er ist von Natur aus so. Ein kleiner Hitzkopf. Und halt immer darauf aus, das zu bekommen, was er will. Du würdest echt alles für ihn tun, oder? Ach, Simone. Ich kenne Stefan mein ganzes Leben. Ich vertraue ihm blind. Und letztlich ist er auch dein Chef. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass du ihn immer verteidigst. Schatz, ich hatte so einen schönen Abend heute. Ich habe den Abend mit den wichtigsten Menschen in meinem Leben verbracht. Mit dir und mit Stefan. Und du bist mir die wichtigste Frau im Leben. Und ich möchte auch mit dir zusammen sein. Okay? Ich auch mit dir. Komm, lass uns nach Hause gehen. Wird schon kalt. Mhm. Ich meine, natürlich hatte ich keine Kopfschmerzen. Aber wie sollte ich denn bitte aus der Nummer wieder rauskommen? Was sollte ich denn Christoph sagen? Du, pass auf, dein bester Freund will mit mir schlafen? Auch wenn Stefan mein Chef ist. Aber ich muss das gleich am Montag klären, dass er mich gefälligst in Ruhe lassen soll. Simona will keinen Keil zwischen ihren Freund und seinen langjährigen Kumpel treiben. Trotzdem möchte sie für klare Verhältnisse sorgen. Immerhin ist Stefan Wildung auch ihr Vorgesetzter, mit dem sie tagtäglich zusammenarbeiten muss. Noch vor der Ladenöffnung am Montagmorgen will sie ihm klarmachen, dass er sie nie wieder anfassen soll. Hallo. Ich muss mal mit dir reden. Alles klar? Was ist los? Eigentlich ist nicht alles klar. Wieso, was ist los? Hast du mit Christoph gestritten? Es geht hier nicht um Christoph, es geht um mich. Ach, um dich geht's? Worum geht's denn? Was ist denn los? Also pass auf, ich muss da vielleicht was klarstellen. Ich weiß nicht, was am Samstag in dich gefahren ist, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ach, es hat dir nicht gefallen? Komisch. Ich bin's immer gewöhnt, dass Frauen, die so rumlaufen wie du den Abend, dass denen sowas immer gefällt. Was hat dir denn nicht gefallen? Also pass auf, ich bin bereit, diesen Vorfall einfach zu vergessen, wenn du mich in Zukunft in Ruhe lässt. Ich möchte ein professionelles Verhältnis zu dir. Okay. Schließlich bist du mein Chef, mehr aber auch nicht. Ein professionelles Verhältnis? Du enttäuscht mich. Von motivierten Mitarbeitern erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Sag mal, merkst du noch was? Ich bin hier nicht mit irgendjemandem zusammen, ich bin mit deinem besten Freund zusammen. Wir wollen uns verloben. Verloben. So ein Schwachsinn. Christoph hat mir das auch erzählt. Schätzchen, du weißt doch, wie es läuft. Verliebt, verlobt, verheiratet und am Ende wird eh wieder geschieden. Beste Freunde teilen eben alles. Du damit durchkommst!
Schwein! Ich glaube, die Kleine ist erstmal bedient. Aber was erlaubt die sich? Ich bin hier der Chef. Das läuft nach meinen Regeln ab und nicht umgekehrt. Simona will nur noch weg und fährt kopflos durch die Straßen Berlins. Die 26-Jährige konnte sich nur mit Mühe aus Stefans Griff befreien. Sie wagt gar nicht daran zu denken, wie weit ihr Chef sonst gegangen wäre. Also das war echt der Horror gerade. Das Herz schlägt mir echt bis zum Hals gerade. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde wahrscheinlich erst mal den Anwaltsnotdienst anrufen. Ich hoffe einfach, dass die mir weiterhelfen können, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Simona ist noch vollkommen geschockt. Doch sie will sich Stefans Übergriffe keinen Tag länger gefallen lassen. Über den Anwaltsnotdienst hat sie die Adresse von Alisa Valjulovas Kanzlei erhalten. Sie hofft, dass die Juristin ihr sagt, was sie gegen ihren zudringlichen Chef unternehmen kann. Hallo, mein Name ist Simona Frehe. Ich muss unbedingt mit Frau Valjulova sprechen. Ah, stimmt, Sie hatten kurzfristig einen Termin gemacht. Warten Sie kurz, ich kündige Sie an. Okay? Dankeschön, das mache ich schon alleine. So viel Zeit habe ich nicht. Hallo. Frau Valjulova, es tut mir leid, sie ist einfach an mir vorbeigestürmt. Das ist Frau Frehe. Sie sagt, es handelt sich um einen Notfall. Okay. Frau Schmeling, vielen herzlichen Dank trotzdem. Was kann ich für Sie tun? Frau Frehe, richtig? Richtig, genau. Ja. Ich bin Schichtleiterin in einer Weinhandlung. Und mein Chef hat mich gerade belästigt, hat mir die Bluse aufgelassen. Setzen Sie sich bitte hin, ja. Sind Sie denn verletzt? Ich meine, lassen Sie mich das mal sehen. Also ich meine, sollten Sie verletzt sein, sollten Sie das auf jeden Fall von einem Arzt dokumentieren lassen. Ich meine, wir brauchen ein ärztliches Attest, wenn wir den wirklich auch vor Gericht bringen wollen. Gab es denn auch Zeugen? Zeugen gab es leider nicht, weil um die Zeit war die Weinhandlung noch nicht geöffnet. Und so verletzt bin ich eigentlich auch nicht, weil ich konnte halt gerade noch wegrennen. Ja, okay, aber ohne Zeugen und ohne einen ärztlichen Attest wird es natürlich schwierig sein, ihm nachzuweisen, dass er sie tatsächlich auch massiv bedrängt hat, ja? Ja, aber es geht mir ja so an sich gut. Ich denke nur so, was wäre, wenn er es wieder versucht, weil er hat halt öfters mal schon solche Aktionen gebracht. Wieso haben Sie es denn in der Vergangenheit nicht zur Anzeige gebracht? Ich kann ihn halt nicht anzeigen, weil er ist halt der beste Kumpel meines Freundes. Und wir waren am Wochenende zum Beispiel zu dritt unterwegs. Mhm. Da ist er halt auch schon zudringlich geworden irgendwie. Hm. Und ich habe es meinem Freund aber nicht gesagt. Haben Sie denn mal darüber nachgedacht zu kündigen? Ich werde auf keinen Fall kündigen. Ich habe mir so den Arm aufgerissen quasi für diesen Job. Und ich stehe vielleicht sogar vor einer Beförderung. Ich kann jetzt nicht kündigen. Okay, aber da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass Sie sich mit Ihrem Freund darüber unterhalten müssen, was da vorfällt. Die stehen sich so nah, ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Okay. Also, wenn Sie wünschen, kann ich Sie natürlich auch gerne zu Ihrem Freund begleiten. Vielleicht bringt es was, dass da eine dritte neutrale Person dabei ist, die ihm dann auch noch mal klar macht, dass es sich um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz handelt. Ja? Okay, ja, das wäre super, das wäre wunderbar. Okay, dann machen wir das. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren dann auch direkt los. Ja, total gerne, ja. Okay, das wäre super. Natürlich, dann warten Sie bitte kurz im Vorraum und ich hole schnell meine Jacke, ja? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Okay, na klar. Ich werde auf keinen Fall klein beigeben. Mir fehlt aber einfach nur gerade der kühle Kopf, um zu entscheiden, was das Richtige ist. Und ich bin sehr froh, dass ich Frau Valjulova habe an meiner Seite, die mir hilft. Nach dem Gespräch mit Alisa Valjulova fühlt sich Simona in ihrem Vorhaben bestärkt. Sie will Christoph reinen Wein einschenken. Der 28-Jährige ist eigentlich ein ruhiger Typ. Nur wenn er sich hintergangen fühlt, neigt er zu heftigen Wutausbrüchen. Simona hofft daher, dass sie im Beisein der Anwältin möglichst ruhig über Stefans sexuelle Belästigungen reden können. Hallo, Schatz. Hi. Ich habe Frau Valjulova mitgebracht. Das ist eine Anwältin. Eine Anwältin? Ja, hallo. Schönen guten Tag, Valjulova. Was ist denn los? Schatz, was ist mit deiner Bluse passiert? Ich glaube, wir müssen mal reden. Okay. Erinnerst du dich noch, als ich neulich nicht so gut drauf war an unserem Jahrestag? Ja, als wir da mit Stefan in der Bar waren. Hm? Genau. Es geht auch um Stefan. Als du auf Toilette gegangen bist, da
Da hat er mich unterm Tisch angefasst. Er hat was? Ja, das war so eklig. Und ich wollte ihn heute Morgen vor der Arbeit drauf ansprechen. Und da hat er mir halt die Bluse zerrissen. Und da hat er mich wieder belästigt. Wie bitte? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich fasse es ja nicht. Was ist das für ein Mistkerl? Herr Berger, bitte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt ein harter Schlag für Sie ist, ja? In der Tat, ja. Aber ich raff das nicht. Wir hatten uns vor ein paar Tagen unterhalten. Ich habe ihm erzählt, dass ich das ernst mit dir meine, dass wir uns verloben wollen. Ey, ist das ein Mistkerl. Ja, aber Herr Berger, Sie dürfen jetzt wirklich nichts überstürzen. Ich meine, wir werden ihm schon das Handwerk legen, aber alles muss geplant sein. Und es ist ja auch nichts weiter passiert. Mir geht's ja gut. Nichts weiter passiert? Worauf soll ich denn warten, dass er dich grün und blau schlägt und nachher noch vergewaltigt? Nein, ich gehe da jetzt hin. Ich muss das mit ihm klären. Herr Berger, bitte überstürzen Sie doch jetzt nichts. Wir müssen... Kommen Sie, schnell. Jetzt ist genau das passiert, was ich unbedingt verhindern wollte. Was mache ich denn, wenn die sich grün und blau schlagen? Die dürfen keine Zeit mehr verlieren. You said I'm resting. You said I had heat. I really thought that we'd go further. Gemeinsam mit ihrer Mandantin folgt Alisa Valjulova Christoph in die Weinhandlung. Die Anwältin will unbedingt verhindern, dass die Situation zwischen den beiden Männern eskaliert und Christoph Stefan in seiner Wut womöglich verletzt. Doch der Streit ist schon in vollem Gange. Das ist geil. Du weißt doch ganz genau, dass ich es nicht mache. Oder? Ey, bist du verrückt? Dann mach ich, drehst du jetzt völlig durch? Du hast die angefasst. Was Vorsicht, ganz ruhig. Was ist denn jetzt hier los? Und wer sind Sie? Ja, wer ich bin? Ich bin Frau Valjulova. Ja, ist ja schön. Ist schön? Dann freuen Sie sich über meinen Besuch. Sie haben meine Mandantin sexuell belästigt. Dann brauchen Sie sich über mein Erscheinen jetzt auch gar nicht zu wundern. Sexuell belästigt? Ist das ein Witz? Sind wir hier irgendwo da, bei versteckte Kamera? Kann ich hier wen grüßen? Also, was soll der Quatsch? Also, Herr Windung, Ihre blöden Sprüche können Sie sich für später aufbewahren. Das ist ja wirklich eine ernste Situation. Und wir sind eigentlich nicht deswegen hier, um Sie zu verarschen. Ey, ganz ehrlich, Bro, Mann, du weißt doch ganz genau, wie lange kennen wir uns schon? Seit Jahren. Mann, du bist mein Ein und Alles. Du glaubst doch nicht, dass ich dir irgendwas antun würde, dass ich an deine Freundin ginge. Niemals. Ach, hör doch auf. Sie hat mir doch das T-Shirt gezeigt. Denkst du, Simona würde mich anlügen? Du verstehst das auch nicht, ne? Sag mal, anlügen. Raffst du es denn nicht? Was soll ich raffen? Pass auf. Christoph, ich wollte dir das nicht erzählen, aber schon seit ein paar Monaten ist deine Freundin scharf auf mich. Pass auf, ich kann es dir auch beweisen. Erst vor kurzem habe ich hier noch die Bestände gezählt, war ein bisschen früher im Laden. Auf einmal knallt es von hinten, deine Freundin kommt rein, reißt sich ihre Bluse vor mir auf. Ich dachte, die fällt gleich über mich her. Ich habe noch gesagt, Mädchen, denk dran, du bist die Freundin von meinem besten Freund. Was soll das hier? Dem würde ich sowas nie antun. Und dann ist sie zum Glück zurückgewichen und ist dann auch gegangen. Ja? So ist es nämlich gewesen. Wie bitte? Ja, so war's. Schatz, ist das wahr? Du kannst doch solchen Bullshit nicht glauben. Das ist doch eine Lügengeschichte vom Feinsten. Ich sag dir, du Arschloch. Christoph, Mann, ich hab dir das nicht erzählt, weil ich einfach das mit... Ich weiß, ihr wolltet heiraten. Ich dachte, das verläuft sich irgendwann. Sie lässt mich in Ruhe bei euch, läuft es wieder. Herr Berger, jetzt halten Sie mal die Luft an. Was sollte denn Ihre Freundin für einen Grund haben? Das ist der Chef von meiner Mandantin und Sie sind ihr Freund, der beste Freund von ihm. Was hat sie denn für ein Motiv? Lass dich nicht... Weißt du, was sie für ein Motiv ist? Das Motiv ist doch klar, sie will uns auseinanderkriegen. Er und ich, wir sind Freunde seit Jahren. Ja, er ist wie mein Bruder und das kann sie nicht einsehen. Sie will einfach dazwischen, ohne... Wenn es mich nicht gäbe, hätte sie die für sich alleine. Und deshalb lässt sie sich diese Geschichte einfach so einfallen, aus dem Nichts und kommt zu mir, oder wie? Selbstverständlich. Sie versucht uns auseinanderzubringen. Christoph, sieh das doch mal. Glaubt es nicht. Die ist einfach eifersüchtig. Schatz, das darfst du nicht glauben. Ich bin nicht eifersüchtig. Das ist totaler Bullshit. Ich bin deine Freundin. Ich bin nicht eifersüchtig. Das ist alles erlogen. Glaub ihm nicht. Ich weiß hier echt nicht, was ich noch glauben kann. Das reicht mir. Schatz, ich muss hier weg. Schatz, bleib bitte hier. Bitte. Denk an, die Frauen kommen und gehen. Aber deine Freunde bleiben fürs Leben. Vergiss das nie, Mann. Ich bin immer für dich da. Schatz. Simona, ich brauch Zeit für mich. Ich muss drüber nachdenken. Lass mich nicht allein! Kommen Sie her, Frau Fred. Alles gut. Nein, du Schwein! Du verdammter Lügner! Ich werde dir in den Maul stopfen! Ja, mach das doch hoch, Mann! Das ist jetzt nicht für die beste Idee. Kommen Sie, wir fahren. Komm, zieh Leine! Nimm deine aufgerissene Hände mit! Hey, fassen Sie mich nicht! Ja, verklag mich doch! Ich hab sowieso nichts zu befürchten! Macht, was ihr wollt! Ja, also gut, wir fahren jetzt nach Hause, ich bringe Sie in Ihre Wohnung und morgen zeigen wir ihn gemeinsam an, okay? Kommen Sie. Was sich hier gerade abgespielt hat, ist der absolute Albtraum für meine Mandantin. Herr Wildung weiß ganz genau, welche Knöpfe er bei Christoph drücken muss, damit er ihn auf seine Seite holt.
Simonas Leben gerät völlig aus den Fugen. Nicht nur ihre Beziehung zu Christoph steht auf der Kippe, auch die Zusammenarbeit mit Stefan ist für sie nun undenkbar. Simona ist froh, dass Alisa Valjulova sie in dieser schweren Zeit unterstützt und ihr Halt gibt. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was eben in mich gefallen ist. Ach, Frau Frehe, da müssen Sie sich jetzt nicht entschuldigen. Das, was Sie durchgemacht haben heute, klar, Sie sind mit den Nerven am Ende. Das war ja auch kein einfacher Tag für Sie. Allerdings, so einen Tag würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass Sie verletzt sind. Aber Sie müssen jetzt unbedingt cool bleiben, ja? Der Herr Wildung, der hat einfach nur geblufft. Der hat einfach nur heiße Luft von sich gegeben. Ich meine, jetzt ist ja Ihr Freund auch eingeweiht. Und vielleicht sollten wir es endlich zur Anzeige bringen, dass Herr Wildung sich sexuell belästigt hat. Ja, aber ich habe nur Angst, dass es trotz Anzeige quasi, dass er ohne Strafe davon kommt. Weil ich meine, wir haben ja nichts weiter in der Hand. Naja, die Anzeige ist ja schon mal ein Anfang und Beweise werden wir schon irgendwie finden. Ich meine, Sie hat noch gesagt, dass der Übergriff in der Weinhandlung stattgefunden hat, richtig? Ja. Gut, aber da wird es doch mit Sicherheit Überwachungskameras geben. Ja. Ja gut, also haben Sie denn Zugang dazu? Können wir das überprüfen, was da drauf ist auf den Videoaufzeichnungen? Ja, natürlich, klar. Ja, na klar. Mhm. Ich bin ja auch, also ich muss die Aufnahmen ja sogar ab und zu mal sichten, um zu gucken, ob ich irgendwo einen Dieb sehe, entdecke und die Polizei rufen muss. Na, das ist doch wunderbar. Dann sollten wir doch vielleicht nach Feierabend, wenn der Herr Wildung auf jeden Fall weg ist, schon mal wiederkommen. Sie haben Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Na, dann kommen wir doch wieder und dann werden wir mal die Aufnahmen sichten und vielleicht finden wir diesmal keinen Dieb, sondern einen sexuellen Triebtäter, ja. Okay. Ich verstehe, dass meine Mandantin ihren Chef in der jetzigen Situation nicht anzeigen möchte. Und einfach so gestehen wird Herr Wildung mit Sicherheit nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass er ganz genau weiß, was er tut. Aber ich hoffe sehr, dass wir ihn anhand der Überwachungsaufnahmen überführen können. Just gonna stand there and watch me burn. Simona arbeitet seit einem Jahr in der Weinhandlung und liebt ihren Job sehr. Alisa Valjulova weiß genau, dass für ihre Mandantin nun alles auf dem Spiel steht. Sie will sich deshalb noch am gleichen Abend die Überwachungsvideos ansehen. Die Bänder sind die einzige Möglichkeit, Stefans Straftat zu beweisen. Okay. Es gibt eine hier im Eingangsbereich und dann gibt es eine hier vorne, die diese unübersichtliche Ecke so ein bisschen quasi ins Visier nimmt. Okay. Aber das sind die einzigen beiden. Alles, was nicht Kundenbereich ist, das wird auch nicht überwacht. Also keine Lagerhallen oder auch die Umkleiden? Genau, Personalküche wird nicht gefilmt oder die Mülltonnen. Alles klar. Das sind auch Mülltonnen, da gehe ich auch nicht hin, wenn es dunkel ist, also alleine. Ist ja auch verständlich, ja. Ja, und das ist die Ecke, wo ich quasi belästigt wurde. Mhm. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, dass diese Kameraaufnahmen vom heutigen Tage haben müsste, die belegen, dass Herr Wildung sie sexuell belästigt hat. Ja, das stimmt. Wir können gerne mal ins Büro gehen. Da sind die ganzen Aufnahmen. Haben Sie da einfach Zugang zu? Ja. Okay, na klar. Das ist gar kein Problem. Okay, dann unbedingt, ja. Mhm. Die sind auch chronologisch nach Aufzeichnungsdatum sortiert. Das heißt also, das sollte kein Problem sein. Okay. Einfach mal hier rein. Ja. So. Der Ordner ist leer. Wie bitte? Das kann doch wohl nicht wahr sein, der Ordner ist leer. Lassen Sie mich mal. Ja, schauen Sie mal, die Ordner für die anderen Tage sind alle voll. Alle Aufnahmen von den vorherigen Tagen sind drin, aber die von heute, die ist gezielt gelöscht worden. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, aber ich kann mir auch schon vorstellen, von wem. Ja, aber wie soll ich denn jetzt beweisen, dass Stefan mich angegangen ist oder mich belästigt hat, wenn die Aufnahmen nicht da sind? Das glaubt mir doch kein Mensch. Ja, ich weiß nicht, aber wir sollten uns jetzt auf jeden Fall auf Stefan konzentrieren. Wer ist sein Vorgesetzter? Na, der Inhaber, Herr Steiß. Herr Steiß, okay. Wissen Sie was, heute werden wir nicht mehr viel erreichen, aber ich habe da einen Plan und ich finde, wir sollten uns mit Herrn Steiß in Verbindung setzen. Kommen Sie, wir sollten da morgen früh gleich daran ansetzen, ja? Okay. Alles klar. Wir haben nichts zu verlieren. Kommen Sie. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich mit den Aufnahmen, aber da kann man nichts machen. Ich bin mir sicher, dass Stefan Wildung die Aufnahmen vom heutigen Tage gelöscht hat. Und um ihn auch ohne die Überwachungsvideos überführen zu können, muss ich unbedingt Herrn Steiß, den Inhaber des Weinhandels, mit ins Boot holen. Stefan muss was geahnt haben. Anders kann ich mir nicht erklären, warum jetzt auf einmal die Videos weg sind. Und außerdem muss ich mit Christoph reden. Ich hoffe echt, dass er zu Hause ist. Your voice is weary. So disconnected. Nach vielen Enttäuschungen war Simona überglücklich, in Christoph endlich den richtigen Mann fürs Leben gefunden zu haben. Die beiden hatten sogar schon über Hochzeit und Kinder gesprochen.
Simona hofft, am Abend noch einmal in Ruhe mit ihrem Freund reden zu können. Doch der hat bereits andere Pläne. Christoph? Hey. Was machst du denn da? Ich kann jetzt nicht reden. Das ergibt alles für mich keinen Sinn. Was ergibt keinen Sinn? Ich weiß einfach nicht, was ich glauben soll. Die Sache ist doch total verkorkst. Ihr erzählt mir zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Glaubst du, das ist einfach für mich? Du glaubst mir also nicht, ne? Das hat mit Glauben nichts zu tun. Ich kenne Stefan seit 20 Jahren. Ja, dann weißt du ja auch, wie er über Frauen denkt. Dass er sie als Trophäen sieht. Umso widerspenstiger sie sind, umso interessanter ist es doch für ihn. Ja, aber er hat sich geändert. So ist Stefan nicht mehr. Schatz, er hat mich an unserem Jahrestag belästigt. Und er sagt zu mir, das ist gelogen. Dann werde ich dir noch was sagen. Wir haben uns heute versucht, die Überwachungsaufnahmen anzuschauen. Und sie waren gelöscht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das muss Stefan gewesen sein. Ja, vielleicht hast du die sogar gelöscht, um dich ins rechte Licht zu rücken. Ist das jetzt dein Ernst? Simone, es ist spät, ich kann nicht mehr klar denken. Ich weiß nicht. Ich melde mich morgen. In Ordnung? Ich weiß, dass für Stefan gerade eine Welt zusammenbricht. Und darum will ich ja auch, dass er so schnell wie möglich die Wahrheit erfährt.